Wie geht es dir? Die meisten antworten auf diese Frage ja mit gut oder muss ja oder wunderbar. Doch wenn du diese Frage gestellt bekommst, bist du ja nie ganz sicher, ob es nur eine Floskel ist, ob die Wahrheit erwartet wird und wenn ja, ob überhaupt Zeit genug ist, diese Frage zu erörtern. Ich bin Susanne Hake von der Praxis für Osteopathie, Körperpsychotherapie und Coaching und möchte dir heute eine konstruktive Alternative zu der Frage, wie geht es dir, vorstellen. Ich habe sie von Dr. Jack Lee Rosenberg, meinem Lehrer für integrative Körperpsychotherapie in Venice Beach in Kalifornien, gelernt. Er machte Folgendes. Einmal ließ er als Antwort lediglich die Zahlen von 1 bis 10 zu. 1 ist sehr schlecht und 10 ist wunderbar, exzellent. Dann teilt er die Frage in zwei Teile. Die erste ist, was kommt auf dich zu? Also, was kommt dir entgegen von der Welt? Eine 1 ist es zum Beispiel, oder eine 2, wenn du gekündigt wirst von einem Job, der dir eigentlich viel Spaß macht, oder wenn dir deine Partnerin oder dein Partner wegläuft. 1 bis 2. Wenn du jedoch für den Nobelpreis nominiert wirst oder frisch verliebt bist und das auf Gegenseitigkeit beruht, kann das durchaus in dem Bereich von 9 bis 10 sein. Dann kommt der zweite Teil der Frage. Wie gehst du damit um? Es kann zum Beispiel sein, wenn du gekündigt wirst, dass du aber so sicher und geborgen dich innerlich fühlst, so sehr nach neuen Abenteuern gerufen, dass es durchaus sein kann, dass du dich 5 bis 6 fühlst oder eine glatte 7. Und auch andersrum, also wenn du den wunderbaren All-Inclusive-Traumurlaub mit einem Lieblingsmenschen machst und dich dennoch derartig hilflos und unglücklich fühlst und nach Ablenkungen jeder Art suchst, kann es durchaus sein, dass du dich eine 2 bis 3 fühlst oder eine 4. Also es geht durchaus jede Menge Varianten. Du sagst jetzt vielleicht, okay, kenne ich. Unsere Gefühle kommen zu 100% von unseren Gedanken im Moment und die sind bewusst und unbewusst. Deswegen konstruieren wir uns die Welt ohnehin selber, ganz klar. Ja, du kannst auch sagen, es kommt von Stephen Covey, der Betroffenheitsbereich und der Einflussbereich. Ja, könntest recht haben. Doch dieses Modell, finde ich, macht die ganze Angelegenheit spürbarer. Probier es einfach mal aus. Mach dir keinen Druck und stell dir als erstes die Frage, was kommt auf mich zu? Also, was bietet mir die Welt an, beziehungsweise wirft sie mir entgegen? Und der zweite Teil ist dann, wie gehe ich damit um? Was mache ich daraus? Antworte mit Zahlen und ohne Druck. Sei und bleibe entspannter, leistungsfähig.